Ich reagiere auf eure Kommentare und werde diesen Look nachstylen. Lasse sagt, mach mal eine schwarze Baggy mit Timberlands und dem Hoodie würde richtig gut aussehen. Dem Hoodie aus dem letzten Fashion Haul habe ich jetzt hier in einer anderen Farbe. Fangen wir an mit der schwarzen Baggy-Hose, die nicht ganz baggy geschnitten ist, aber einen wirklich sehr, sehr coolen Fit hat. Kommen wir zum Hoodie, den ich, wie gesagt, in einer anderen Farbe habe. Also lasst es mich auf jeden Fall wissen, welchen Look ihr am Ende besser findet. Sehr, sehr flauschig. Bevor es zu den Timberlands geht, tausche ich einmal meine Apple Watch gegen meine G-Shock. Und passe dazu noch ein paar silberne Accessoires an. Nicht zu vergessen meine Smiley-Silberkette, die ich wirklich über alles liebe. Kommen wir zu den Timberlands. Ich habe hier zwei Paar Timberlands und ich würde gerne von euch wissen, für welches Paar hättet ihr euch entschieden? Schreibt es mal gern in die Kommentare. Ich habe hier rechts die wirklich schon richtig abgetragenen Timberlands. Die waren beim Arbeiten, bei der Gartenarbeit und sind auch schon ein paar Jahre alt. Und die etwas neueren, feineren und auch weicheres Leder. Ich entscheide mich diesmal für die etwas saubereren. Timberlands sitzen, jetzt noch Parfüm drauf und fertig ist der Look. Ich nehme hier Aqua di Parma Colonia Ambra. Was sagt ihr zu diesem Look? Hier zum Vergleich mit dem grauen Hoodie. Sagt mal gern, welcher Style besser ist.